ich habe noch ein Produkt, was man leider nicht lesen kann und ich das gerade eben geöffnet habe. Ich dachte, weil es so klein ist, ist es nicht vorzeigbar oder nicht wert, es vorzuzeigen. Aber tut es doch. Und zwar ist das von Zwergenwiese und nennt sich Mäpfel. Warum ich es gekauft habe, sieht man ja. Und das ist veganer Bio-Brotaufstrich mit Meerrettich und Apfel. Darin sind enthalten 22% Äpfel, Rapsöl, Wasser, Sonnenblumenkerne, Meerrettich 7%, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Apfeldicksaft, Kartoffelstärke, Steinsalz, Sonnenblumenöl, Branntweinessig und Verdickungsmittel ist Guarkernmehl. Das schaut halt so aus, ein bisschen wie Frischkäse. Es schmeckt süßlich, der Meerrettich kommt durch und der Apfel kommt auch durch. Ich zupfe das jetzt einfach mal so ab. Es ist vegan. Ach da. 50 Gramm sind in dieser Dose drin und haben 100 Gramm, haben 322 Kilokalorien, 30 Gramm Fett, wovon 2,6 Gramm gesättigte Fettsäuren sind, 9 Gramm Kohlenhydrate, davon sind 5,1 Gramm Zucker, 2,1 Gramm Ballaststoffe, 3 Gramm Eiweiß und 1,2 Gramm Salz. Ja. Das Ding kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wobei der Preis, ja, sprechen wir nicht drüber. Also Zwergenwiese mit Mäpfel, super.